Hallo Freunde der selbstgebauten Masken. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man aus dieser stinknormalen für 2 Euro Anonymous-Maske eine selbstgebaute individuelle Purge 3-Maske macht. Und zwar erkläre ich euch das jetzt in dem folgenden Video. Und nein, diese Maske ist nicht gekauft. Die ist wirklich selber gemacht. Ich habe auch jetzt hier die Bilder aufgenommen, damit ich das Ganze einblenden kann. Und man sieht ja auch hier alles selber gemacht. Nicht gekauft und auch nicht von einem anderen machen lassen. Und ich erkläre euch jetzt mal Schritt für Schritt, wie man diese Maske baut. So, ich werde jetzt hier zwar nur mein Handy in die Kamera halten, aber ich werde die ganzen Bilder, die ich aufgenommen habe und vielleicht auch nochmal die Masken an sich hier einblenden. Und dann werde ich diese Bilder als Stichpunktzettel benutzen, um euch zu erklären, wie ich diese Maske gebaut habe. So, fangen wir mal an. Also zuallererst habe ich an dieser Maske von einer anderen Maske noch eine Kuppe hier oben drauf gesetzt. Vielleicht kann man es erkennen. Ich werde euch mal einblenden, wie das bei der anderen Maske aussieht. Und das schneidet man jetzt von dieser Maske ab und setzt es hinten an diese Maske hier dran. Das sieht dann ungefähr so aus. Also man sollte es wirklich hier hinten an die Maske dran machen und nicht davor, weil sonst hat man halt so eine große Kante und da muss die Stirn noch ein bisschen größer gemacht werden. Dann klebt man das alles mit Heißkleber zu, aber halt auch so, dass es nicht diese großen Spuren und Unterbrechungen hinterlässt, sondern halt mit sehr wenig Heißkleber. So, der nächste Schritt ist dann halt, dass man die Maske aufraut. Das könnte man jetzt entweder mit einem Lack machen, oder man nimmt halt Schleifpapier und raut dann halt die Maske Oberfläche auf. Das kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe jetzt hier einfach normales Schleifpapierkörnung 80 oder 100. Und ja, damit kann ich ja jetzt mal diese Maske hier aufrauen. Also so ein bisschen. Da geht zwar dann die Farbe ab, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, diese Farbe brauchen wir dann nicht mehr, weil es wird ja eh alles überklebt und überbaut. Und ja. Okay, ich erkläre auch nochmal kurz, warum man das Aufrauen machen muss. Und zwar ist es dafür, dass die Knetmasse, die dann hier drauf kommt, auch wirklich an dieser Maske kleben bleibt. Ich werde euch natürlich einen Link zu dieser Knetmasse, die ich dafür verwendet habe, die nennt sich Fimofix, in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr euch ja, je nachdem wie viel ihr dafür braucht, euch das dann auch holen. Aber es ist halt auch etwas teuer, finde ich zum Beispiel, und wir machen jetzt erstmal hier weiter. Und nachdem die Maske dann aufgeraut ist, können wir dann auch gleich mit dem ersten Schritt richtig anfangen. Und zwar habe ich jetzt mit den Augenbrauen angefangen. Ich habe einfach einen Klumpen Knete genommen, habe den daraus eine Welle geformt, habe das dann noch ein bisschen angepasst und habe das dann einfach hier über das Augenlid der Maske gemacht. Dann habe ich das Ganze noch ein bisschen verstrichen, sodass man das dann als Übergang für die anderen Teile und für den Rest der Maske benutzen kann. Und ja, und dann habe ich halt noch ein paar also dann habe ich noch mit bestimmtem Werkzeug halt ein paar kleine Linien reingezogen, so ein paar kleine Ritze. Das wären dann die Augenbrauen. Also das war jetzt hier nur eine Vorlage. Ich habe das dann später nochmal ein bisschen überarbeitet. Habe dann noch eine extra Schicht drauf gemacht. Aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Hauptsache ist, wir haben hier eine Grundform. So, und der zweite Schritt ist halt, dass man diese ganzen Bartränder und das Ganze hier zudeckt. Und zwar habe ich dafür halt einfach wieder einen Klumpen Knete genommen, also wie überall eigentlich, und habe das dann ganz platt gemacht und auf dieser Maske verteilt, sodass es halt auch hier keine überstehenden Ränder und Kanten drinne entstehen. Und so sieht das Ganze dann hier vom Weiten aus, wenn man den ersten Schritt gemacht hat. Hier nochmal von der Seite und ja, dann habe ich mit der zweiten Augenbraue angefangen. Ich habe dann hier oben die Stirn noch ein bisschen zugemacht, also damit es dann halt auch dicker ist und man die Gesichtseinzelheiten besser sehen kann, dann habe ich hier dann halt das Augenlid hier oben noch direkt dazu gemacht. Außerdem habe ich dann auch gleich schon mal mit der Nase angefangen und zwar habe ich hier diese Stelle schon etwas verdickert, weil wenn man hier mal hinschaut, sieht das dann bei der fertigen Maske so aus und bei dieser Maske sieht das noch so aus. Und ja, hier kommt dann halt wirklich sehr viel Masse drüber und ja, das ist dann eigentlich auch der Hauptbestandteil zum Aufbau dieser Maske. Dann habe ich hier oben sieht man es jetzt nicht so gut, aber dann habe ich halt schon ein paar Linien reingezogen. Das sind dann hier die Gesichtsfalten, die ich hier schwarz gefärbt habe. Und ja, kommen wir zum nächsten Schritt. So, gucken wir direkt mal von der Seite darauf. Und zwar sieht man hier, wie ich halt schon die Nase für die Maske etwas verdickert habe. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Dann habe ich hier unten auch gleich mit dem Mund angefangen und zwar habe ich hier den Bart zugeklebt und habe halt mich an den Lippen von der Anonymous-Maske orientiert und habe dann halt dort auch die Lippen etwas
vergrößert und verbreitert. Dann entsteht halt sowas hier. Und zwar habe ich dann halt eine große Lücke dafür drinne gelassen, damit man dann halt auch die Zähne dort einzeln reinsetzen kann. Leider habe ich davon jetzt kein Bild mehr drauf, weil die alle unscharf waren. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Ihr nehmt halt einfach eine Wurst, macht das dann so ein bisschen platt, also eine so aus Knete, und dann so rollt man da halt eine Wurst, macht das dann so ein bisschen platt und schneidet dann halt die Zähne da einzeln raus. Beim nächsten Schritt gucken wir uns halt hier nochmal genau oben das Ganze an. Und zwar hier ist dann halt der etwas verstärkte Nase, die ich hier oben drauf habe. Es ist halt wirklich schon enorm, was ich da drauf geklebt habe. Deswegen ist die Maske dann am Ende auch schwer. Ich kann euch ja hier das Gewicht spaßenshalber von der Maske einblenden. Hier sehen wir auch nochmal die Augenbrauen, dass sie halt auch wirklich ziemlich groß und massiv sind und nicht halt einfach nur so, also sie sind halt ziemlich angeschwollen im Vergleich zur vorherigen Aufführung der Maske. Und hier unten können wir uns auch nochmal gleich die ganzen Einzelheiten anschauen. Haben wir hier zum Beispiel dort, wo der Bart war, habe ich hier, ich werde euch das mal etwas ranzoomen. Also das habe ich dann hier alles vergrößert und ja, nach der Original-Patch-Maske danach empfunden. Dann habe ich auch gleichzeitig die Wangen verdickt. Habe ich auf die Wangen eine ziemlich große Schicht Knete gemacht, damit das dann halt auch nicht so künstlich aufgeblasen wirkt, sondern halt auch wirklich wie ein richtiges mattes Gesicht. Also wie bei der Original-Patch-Maske. Und zwar kann ich euch ja mal den Unterschied zeigen, wie das hier aussieht. Und zwar sieht man es, hier ist das eine Schräge, die dann hier runter geht. Und hier ist das dann halt noch dieser Hügel, der drin ist. Hier sieht man es jetzt aus dieser Perspektive nicht so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man mal das ins Licht hält, dann kann man das auch schon sehen, was sich hier geändert hat. Ja, jetzt sieht man es eigentlich recht gut. Und wie das dann halt vorher aussah. Auf der anderen Seite habe ich genau das gleiche gemacht. Dann habe ich hier oben wieder die ganzen Augenlider dazu modelliert und habe da halt mit einem bestimmten Werkzeug. Ich weiß jetzt nicht, wie der Name davon ist. Ich werde euch das aber auch mal in die Beschreibung packen. Das ist so ein Set. Da habe ich dann halt hier diese ganzen Linien reingezogen und habe das dann noch so verteilt, sodass es nicht halt aussieht, als hätte man da noch rumgekratzt. So wie hier. Das ist jetzt nicht rausgekratzt. Das wurde so eingedrückt und dann halt nochmal ein bisschen überarbeitet. Und kommen wir mal zum nächsten Schritt. So, ja, und hier gleich nochmal eine Veranschaulichung, wie das Ganze aussieht. So, und jetzt kommt eigentlich der nicht ganz so spektakuläre Teil, den ich jetzt hier nicht, wo ich nicht alles dokumentiert habe, sondern nur das Endergebnis dann. Ich habe halt die Knete genommen, habe das alles dann nochmal so überarbeitet. Wie ihr seht, wurde hier noch eine Schicht Knetmasse drüber gemacht und eigentlich habe ich hier alles überklebt. Hier sind dann die Zähne, die ich dort eingesetzt habe. Das Wichtige bei den Zähnen ist, sie werden nicht an der unteren Seite der Lippe dran gemacht, sondern an der oberen Seite. Und dann wird hier, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, die Maske hier zugemacht. Da wird dann halt die Kante weggemacht. Das heißt, da muss dann nochmal eine etwas dickere Schicht Knete drüber, die sich dann nach hinten etwas verdünnert. Das kann ich euch bei dieser Maske zeigen. Das sieht dann ungefähr so hier aus. Also da ist dann halt wirklich nur noch eine 2 mm dicke Schicht drauf an der Knetmasse. Aber hier vorne ist es dann halt so 3-4 mm, also halt schon etwas dicker. Und ja, also das ist halt einfach daran, dass die Stirn dann nicht so groß wird. Hier sieht man auch gleich nochmal ein paar kleine Verläufe von den Kneten, von der Knetmasse. Und zwar ist das halt dadurch entstanden, dass ich halt etwas herausgebröckelt habe. Ich habe das ja dann alles mit einer Heißluftpistole erhitzen müssen. Und da ist es dann auch manchmal ein bisschen rausgebröselt und da habe ich das runtergeschliffen und habe dann nochmal das schöner gemacht, sodass man keine großen Kratzer oder Kanten aussehen kann. Hier die Nasenflügel. Waren das, glaube ich, habe ich hier auch noch mal etwas größer gemacht. Hier, ich glaube, hier sieht man es an dieser Anonymous-Maske, dass die Nase sieht, naja, komisch aus. Und hier bei dieser Maske, da kann man das auch schon sehen, da wurde das hier etwas nach vorne gemacht und hier die Nasenflügel wurden etwas verdickert, also breiter gemacht und mehr zur Schau gestellt oder wie man es auch immer sagen möchte. Und ja, das kann man auch hier sehen, die Nasenlöcher und der kleine Rand hier, das sind die einzigen weißen Stellen, was von der Grundmaske noch da ist. Und ja, das ist eigentlich auch schon ein bisschen kniffliger gewesen, weil eigentlich ist das noch ein bisschen mehr eingedrückt, aber ansonsten hätte ich da was rausschneiden müssen aus der Maske und das wollte ich nicht. Das letzte Mal ist sie kaputt gegangen und deswegen kommt das Video erst jetzt. Ansonsten wäre das schon etwas eher gekommen. Dann habe ich den Bart gemacht. Und zwar habe ich für diesen Bart halt auch wieder einen größeren Klumpen genommen von dieser Knetmasse, habe das dann etwas platt gedrückt, so dass es eine Zipfelform hatte hier. Und dann habe ich sehr tiefe Rillen reingemacht. Das kann man hier auch wieder sehr gut erkennen.
bei dieser Maske. Die habe ich dann hier wieder schwarz unterstrichen oder überzogen und das Ganze dann nochmal mit einer helleren Farbe gemacht. Hier kann man es auch schon sehen, das hier war dann nochmal extra dran gemacht worden, weil das halt abgefallen ist. Das wird dann nicht ganz so fein auf die Maske hier drauf verziert, sondern da bleibt dann halt immer ein bisschen, naja, wie sagt man, so eine kleine Kante. Das ist jetzt hier wie bei der Originalmaske gemacht worden. Also da ist dann noch so eine kleine Kante, wo dann so der Bart anfängt, sodass man halt auch nicht hier mit der Farbe verlaufen kann. Ja, ich finde, das war auch eigentlich der beste Weg, den man da hätte nehmen können. So, und dann wurden die Haare gemacht. Und wenn wir uns die Maske mal von hinten anschauen, sieht man, dass sie sind einfach nur irgendwelche Würste und Matten, die ich hier dran geklebt habe. Wo ich dann halt auch wieder mit meinen Werkzeugen so verschiedene Rillen reingemacht habe, damit es dann halt auch aussieht wie Haare. Und das habe ich dann halt alles mit so einer Farbe, mit so einer Schwarz-Weiß-Grau-Mischung verziert, sodass man das halt auch schön sehen kann, sodass es auch noch ein bisschen schmutzig aussieht. Und ja, hier kann man auch noch sehen, sind Haare dahinter. Also es ist halt nicht eine große graue Masse gewesen, sondern das waren halt alles einzelne Würste, die ich hier dran gemacht habe. Und das habe ich dann hier hinten nochmal zugemacht. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum die Maske so schwer geworden ist. Hier auf der anderen Seite ist das genau das gleiche, bloß dass es hier etwas unordentlicher aussieht als auf der anderen Seite. Damit das Ganze auch nicht ganz so schnell abfällt, habe ich hier noch ein bisschen Heißkleber dazu gemacht. Das heißt, dann kann es auch nicht so schnell rausbröseln. Wie zum Beispiel beim Bart damals, da musste ich das nämlich hier neu machen. Ich hatte da nämlich hier zuerst geklebt und das dann nochmal erhitzt mit der Heißklebepistole, sodass die Knete ja fest wird. Und das war ein Fehler, da habe ich das dann hier mit dieser kleinen Wurst nochmal gestützt, sodass der Bart auch in Position bleibt und nicht nach unten wegsinkt. Und dadurch hält das dann auch gut. Und das, bei den Haaren, die sind dann etwas später dran gekommen, habe ich das halt anders gemacht. Ja, und wie ihr seht, habe ich jetzt hier beim Bart auch schon mal experimentellerweise ein bisschen was rausgekratzt, damit solchen kleinen Werkzeugen hier, und das hier ist jetzt keine Schleichwerbung, das ist so ein sechsteiliges Schnitz-Werkzeugset, und damit habe ich dann hier das Ganze rausgemacht. Ich habe jetzt versucht, nicht so viel wegzumachen, weil ansonsten geht das hier durch und dann könnte man den Bart eigentlich, müsste man den Bart kleben und dann wäre es wieder ein bisschen scheiße. Aber dadurch verliert die Maske generell auch ein bisschen Gewicht und dadurch kann man die auch angenehmer tragen. Wenn ich es jetzt noch irgendwann schaffe, das hier wieder komplett wegzumachen, dann werde ich das natürlich auch in dieses Video reinbringen. Man kann hier auch innerhalb der Maske schon sehen, wie viel Knetmasse ich hier drauf gedrückt habe. Wie die Schichten halt so verlaufen und das Ganze. Wenn man hier guckt, spürt man auch die Kante, was ich vorhin angesprochen habe. Bei dieser Maske war jetzt das Besondere, ich habe das Band nicht rausgenommen, weil wenn sie fertig gewesen wäre, wäre es zwar dann sauber geblieben, aber dann hätte man es auch nicht mehr so gut reinbekommen, weil wenn man das dann halt nur so dran klebt, dann ist das eine größere Gefahr da, dass es hier wieder abgeht, als wenn man das dann hier durchfädeln würde und das Ganze hier so mit sich selbst verbindet, mit dem Band selbst verbindet. Also ich denke mal, ihr versteht schon, was ich damit meine oder erzählen möchte. Und bei der Bemalung habe ich jetzt hier eine menschenhautfarbenähnliche Farbe angemischt. Also ich habe mir da ein paar Videos dazu angeschaut, wie man die mischt. Ich bin jetzt nicht einfach so in den Laden gegangen und habe mir die geholt. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal ein bisschen mit grauer Farbe versetzt, sodass die Maske halt auch ein bisschen dreckiger aussieht. Dadurch entsteht dann halt auch dieser Insgesamt-Look hier von der Maske, die ich jetzt hier gebaut habe. Da sind wir halt auch schon mit der Bemalung fertig. Ich musste hier von der Menschenfarbe mehrere Schichten drauf machen. Und wie ich halt die Farbe hier gemacht habe, das könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken. Ich habe hier einfach mit Schwarz drüber gezogen und habe dann halt mit einer kleinen Weiß-Grau-Mischung das Ganze nochmal nachgestrichen, sodass halt die ganzen Ritzen hier etwas deutlicher zur Geltung kommen. Aber diese kleinen hier, die ich auf den einzelnen Haarteilen gemacht habe, nicht ganz so im Schwarz sind. Dann, das ist genau das gleiche wie bei den Augenbrauen, die habe ich ja dann nochmal neu drauf geklebt. Man sieht ja auch eine kleine Kante, das ist ein Arbeitsfehler von mir. Und da habe ich die dann halt senkrecht reingemacht. So. Also davor, also ohne diese
Ohne diese Aufsatzbahn sei halt so schräg nach hinten weggegangen und jetzt habe ich sie hier senkrecht drauf gemacht, also wie bei einem Original, so ungefähr. Und die ganzen Details hier habe ich dann halt auch nochmal mit einem schwarzen Wachsmalstift nachgezogen, so dass man halt die ganzen Linien hier auch noch sehen kann. Hier zum Beispiel, da habe ich ein bisschen übertrieben, finde ich. Und hier sieht man das auch nochmal ganz gut, das können wir ja auch nochmal dann wegmachen. Bei dem Mund war das etwas anders. Ich habe hier alles schwarz gemacht und habe dann halt die Zähne mit einer Leichen, mit mehreren Weißschichten überstrichen, aber halt auch nicht so, dass sie komplett strahlen, sondern so, dass man halt auch die schwarze Farbe noch sehen kann, damit die halt dreckig aussehen. Ja, wie bei der Originalmaske damals halt. Und ich merke gerade, das Video ist schon bei 20 Minuten, das muss dann alles runtergekürzt werden. Und danach habe ich hier das Blut angemischt. Und zwar aus einem Klecks Rot und wirklich sehr wenig Schwarz. Weil wenn man zu viel Schwarz nimmt, dann wird es direkt dunkel. Also da muss man wirklich aufpassen. Das war nur hier ganz wenig Schwarz und trotzdem ist es hier schon ziemlich dunkel geworden. Dann habe ich dann halt etwas weniger Schwarz genommen und habe das dann hier so auf diese Wange getupft. Wie man das hier auch sehen kann. Und dann ist die Maske eigentlich auch schon fertig gewesen. Und so sieht sie jetzt aus. Ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen gut erklären. Falls ihr Fragen habt, dann fragt einfach. Ich werde versuchen, es zu beantworten. Und ja, jetzt wisst ihr, wie man aus einer Anonymous-Maske eine Purge-Maske macht. Gutes Gelingen. Ich hoffe, euch hat das Tutorial weitergeholfen. Bis zum nächsten Video. Ciao.